So, nun müssen wir Lady Goal zum Restaurant bringen, aber erstmal würde ich fast sagen, muss man noch danach gucken, ob das jetzt überhaupt geht. Bellevue. In die Altstadt. Und Klingel. Einen Augenblick bitte! Was kann ich denn für Sie tun? Ich hätte einen Tisch für zwei reserviert. Ich hätte gerne einen Tisch für zwei Personen reserviert. Für zwei? Einen Moment. Ich glaube, wir haben ein zweites Opfer. Wie kann ich vorgehen? Ortonomien. Hasur Modena. Confuginox. Lyomon Fadamon. Vorbestellung. Oh, na, dann sag ich Ihnen das so. Hier ist der Kunde wirklich noch König. Wir können leider für heute keine Reservierungen mehr annehmen. Der einzige freie Tisch ist für Stammkunden reserviert. Romantisch haben Sie es hier. Finden Sie? Und ob? Die Aussicht, die Altstadt, fehlen nur noch die spielenden Kinder. Oh, einen Augenblick. Ich glaube, er hat uns durchschaut. Da bin ich wieder. Kann ich noch etwas für Sie tun? Für mich erstmal gar nichts. Wie Sie wünschen. Ich habe alles versucht, oh Namenloser. Er wollte sich einfach nicht auf die Falltür stellen. Noctus Ohren, hast die Falltür? Ja, ich glaube auch, dass er sie bekommt. Ein guter Service. Ich habe alle Schnabeltiere von der Speisekarte gestrichen. Stattdessen gibt es jetzt Rattenauflauf. Das behalte ich vielleicht für mich. So. Also, anscheinend kann ich nicht reservieren, aber vielleicht kann ich trotzdem einfach mit Dings dahin. Lady Goal. Ist das? Das ist nicht Lady Goal, stimmt's? Nee, so. So, nach unten. Und reden. Himmel, du schon wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? Tja, damit muss man halt leben, wenn man mich kennt. Wie mit der ständigen Angst vor gefährlichen Körperverletzungen. Genau. So, das. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Eine Einladung zum Essen? Wirklich? Vielleicht ist ja doch noch ein Funken Anstand unter diesem speckigen Mantel. Erst das Essen. Meinen Anstand kannst du später noch auspacken. Was ist das für ein Restaurant? Ist es dort sauber? Es ist ein hervorragendes Etablissement. Unverrufene Lage, erstklassige Aussicht. Und eine exquisite Küche. Eine exquisite Küche? Was wird denn da serviert? Schlammbraten? Es gibt auf jeden Fall keine Schnabeltiere. Keine Schnabeltiere? Bist du dir sicher? Ja, die haben alles, außer Schnabeltieren. Na gut, warum nicht? Mittlerweile ist mir alles recht, solange ich nur aus dieser Spelunke hier rauskomme. Also los, lade mich ein. Ich warte. Kann ich dich... Eine Einladung wirklich? Erst das... Mein... Was ist? Ist es... Es ist unverrund... Eine... Ja, ich hab's doch eingeladen. Keine Bist du dir sicher? Ja. Na gut, mittlerweile... Also los, ich warte. Warte hier. Ist das ein... Natürlich. Gut, das... Eine klasse Frau. Also brauche ich eine Reservierung. Und wer Stammdings? Kann ja nur irgendwer von Bellevue wahrscheinlich sein. Nehme ich einfach mal an. Also wahrscheinlich... Der? Oder der Schnabeltiertyp? Oder der Vater? Willkommen nochmal.
see you later, Alligator. Hell yeah, Schnabeltär. Gut, da ist nichts mehr zu holen. Vielleicht... Ach, den Typen da unter dem... Gibt's ja auch noch. Ja gut, schauen wir mal, ob der vielleicht auch noch sein könnte. Wir werden sehen. Freunde? Nein. Verdammt! Jetzt bin ich doch glatt. Ich habe nicht mal mehr sein... Ja, das hatten wir schon oft genug. Zum Dichter. Klopf, klopf. Hm, du schon wieder? Wie war das gleich? Du brauchst nichts von dem, was Captain Seagull braucht? So ist es. Hm. Mach's gut. Genau. Lass mich allein. Mehr hat er wohl noch nicht. Gut. Dann muss es der Vater sein. Hey, Dad. Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Ich habe es geschafft. Die Speisekarte im Chez Schlumpi ist schnabeltierfrei. Das hat aber ganz schön lange gedauert. Musstest wohl erst einmal Schnabeltiereier suchen, was? Ja, genau. Allein die Vorstellung ist zum Totlachen. Wenn ich dann jetzt bitte den Tisch reservieren dürfte. Nein. Nein? Zu einem Date gehört mehr als ein gutes Essen und ein schöner Ausblick, Rufus. Nein? Wie in Nein, meine Suppe esse ich nicht? Du musst die Lady auch mit deinen Manieren beeindrucken. Immerhin reden wir hier von einer Lusianerin, richtig? Ich habe eine Brandblase, zwei Frostbeulen und mehrere Schnabeltierbisse. Und du sagst nein. Wie wäre es mit einem Gedicht? Links die Blase, rechts die Beulen. Noch nicht fertig, muss gleich heulen. Nicht für mich, für die Lady. Irgendwie bezweifle ich, dass ihr das Gedicht gefallen würde. Ich sehe es bereits vor mir. Der Sonnenuntergang glitzert magisch im Champagner und wirft Reflexe in ihr güldendes Haar. Es ist mehr so orange. Schlumpi serviert das Dessert und dann rezitiere ich das Gedicht. Du meinst, ich rezitiere das Gedicht? Ja, natürlich, du. Also, bist du geübt in den lyrischen Künsten? Natürlich. Ich habe zwar meine Hupe nicht dabei, aber das passt schon. Kein Grund zur Sorge. Ich bin ein Meister der Poesie. Ich muss mir nur noch ein paar Gedichtbände durchlesen. Bis ich die passenden Verse gefunden habe. Ach nö, das dauert doch ewig. Geduld ist die wichtigste Fähigkeit des Romantikers, Rufus. Kein Gedicht, keinen Tisch. Verstanden? Gut, dann gehen wir zum Dichter. Von wegen. Ich habe lange genug auf diesen senilen Esel gehört. Die Sache mit dem Gedicht löse ich auf Rufus-Art. A la Rufuse. Mit einem weiteren brillanten Manöver. Ich weiß jetzt, mit welchen Worten ich Goal beeindrucke. Na, mach dich nicht lächerlich. Zu spät. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Lass das mal lieber Papa machen. Schlimpunzel, Schlimpunzel. Ringel, Rangel, Runzel. Lass das mal lieber Papa machen. Ein Müllsammler aus Porta Fisco traf einst eine Frau in der Disco. Sie tranken und tanzten. Das Ende vom Ganzen verrate ich nicht, weil wegen ist so. Lass das weil mal lieber wegen Papa ist machen. So. Ja. Deine Haare sind wie Blumen, nur ohne Stängel. Wie wär's mit uns beiden, gefallener Engel? Lass das mal lieber Papa machen. Ich wette, ich schaff das auch ohne deine Hilfe. Das hast du damals beim Topfschlagen auch gesagt. Du hast 3 Tage gebraucht, um den Heimweg zu finden. Und 2 weitere Jahre, um die Wettschulden bei mir abzustottern. Da what? Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Der zieht nicht mal bei 8-Jährigen. So. Dann wird er mir vielleicht helfen? Klopf, klopf. Hm, du schon wieder?
Du kennst dich doch mit Poesie aus, oder? Ich wäre ein schlechter Dichter, wenn es nicht so wäre. War das jetzt ein Ja oder ein Nein? Sag jetzt nicht, dass du meine Hilfe bei einem Gedicht brauchst. Ich brauche deine Hilfe bei einem Gedicht. Nein. Aber es ist für eine Frau und, Das Wichtigste ist, dass es von dir kommt. Es ist nicht auch wichtig, dass es sich da so reimt am Ende? Nicht unbedingt. Und Metrik, was ist mit Metrik? Hauptsache, es kommt von Herzen. Versuch's mal. Deine Haare sind wie Blumen, nur ohne Stängel. Wie wär's mit uns beiden, gefallener Engel? Ist doch gut. Es reimt sich. Die Botschaft ist klar, die Metaphern gut ausgesucht. Und es kommen sogar ein paar romantische Schlüsselworte drin vor. Bravo. Ich glaube, du bist bereit. Was? Aber nein. Schnapp sie dir, Tiger. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er mich nur loswerden wollte. Klopf, klopf. Du schon wieder? Wie war das gleich? So? Ich brauche im... Brauchst du in... Versuch's mal. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Nochmal bitte? Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Das kann nicht dein Ernst sein. Das ist ja grauenvoll. Das Schlimmste, was ich jemals gehört habe. Ich wollte es ja nicht zugeben, aber du brauchst wirklich meine Hilfe. Bekomme ich jetzt Unterricht oder so? Um Himmels Willen, nein! Bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Dir kann nur noch der älteste Trick der Dichtkunst helfen. Drogen? Ghostwriting. Ah, meinte ich ja. Hier, nimm diese Wanze. Was soll ich damit? Du sollst sie dir ins Ohr stecken. Aber sie zappelt noch. Stell dich nicht so an. Steck sie dir ins Ohr, dann kann ich dir während deines Dates die richtigen Worte soufflieren. Cool. Wie beim Geheimdienst. Muss ich das dem jetzt auf jeden Fall noch vortragen? Hey, Dad. Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Reservierung. Ich weiß jetzt, mit welchen Worten ich Goal beeindrucke. Na, mach dich nicht lächerlich. Zu spät. Vielleicht bin ich nicht so gut mit schmalzigen Worten. Dafür habe ich aber das hier. Ohrenschmalz? Einen Souffleur. Der Dichter wird mir die richtigen Worte einflüstern. Dieser arme Schlucker, der unter mir wohnt? Was soll der dir denn schon groß einflüstern? Müssen sie wirklich nach Mitternacht Klavier spielen? Kommt mir nicht so romantisch vor. Ja, aber ist ja auch egal. Ich habe das richtige Gedicht gefunden. Ich mache es auf meine Weise. Oh, der Junge will auf beinahe eigenen Beinen stehen. Na, was soll's. Warum eigentlich nicht? Ich werde den Tisch reservieren. Und du nimmst das hier. Was ist das? Das ist die Einladung an Goal. Nach allen Regeln der Etikette. Wenn sie das liest, wird sie garantiert zu unserem Date auftauchen. Du meinst zu meinem Date? Genau. Aber vorher gebe ich dir noch ein paar weitere Tipps. Vom Vater zu Sohn. Irgendwie war das rührend. Er hat mir sogar einen Anzug geliehen. Am Ende ist er doch kein so schlechter Kerl. Das wird nicht gut enden. Ich wette, dass der Vater da gleich wirklich sitzt, weil... Das ist einfach zu offensichtlich mit diesen Andeutungen. Was hast du denn jetzt schon wieder? Na was schon? Das ist eine offizielle Einladung zu einem romantischen Essen. Ach ja? Diese Einladung erfüllt tatsächlich alle Regeln der Etikette. Bravo, Rufus. Ich habe mich scheinbar komplett in dir geirrt. Warte nachher in der Altstadt auf mich, ja? Ich freue mich schon darauf, ein paar weitere Vorurteile gegen dich und Deponia ablegen zu können. Ablegen klingt auf jeden Fall super. Ach, Rufus. Oh, jetzt bin ich gespannt. Warum kommt sie nicht? Ich wusste doch, dass Paps keine Ahnung von Frauen hat. Bei seinen grandiosen Tipps ist es ein Wunder, dass ich überhaupt existiere. Romantik und Blumen am Popo. Der kann was erleben. Paps? Was war denn hier los? Blumen? Champagner? Dieser Halunke. Wenn es das ist, wonach es aussieht, dann kann dieser alte Schwerennöter...
schon mal das Grab für seine Seebestattung ausheben. Jawohl! Okay. Dieser Halunke. Da ist was. Was ist das? Ich brauche ein Funkgerät. Wozu braucht der alte Penner denn ein Funkgerät? Es sei denn... Boah, das gibt's doch nicht. Erst klaut er mir mein Date und dann auch noch die brillante Idee mit dem Souffleur. Diese elende alte Schmutzwurst. Das werden wir ihm versuchen auszutrichtern und so. Aber das erst beim nächsten Mal. Bis dahin, ich bleibe Indiana Jones.